Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder auf meinem Kanal beim Country Maniac. Es geht wieder weiter hier bei uns mit zwei Pfeifen und ein Tabak nach einer kleinen Pause. Und zu dieser Pause, ja, da möchte euch auch gleich der Jan begrüßen und auch was dazu sagen. Ja, moin zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und Marco hat ja eigentlich schon in seinem Vlog in der letzten Woche da schon ein bisschen was gesagt, was bei mir los war. Ich hatte halt einen Bandscheibenvorfall. Jetzt ist das dann so ein bisschen zur Verzögerung unseres Drehplans gekommen. Zwischendurch haben wir mal so ein paar, wie sage ich das jetzt, Reserveaufnahmen dann rausgeholt, damit ihr dann nicht so eine ganz große Pause hattet. An der Stelle möchte ich mich aber erstmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Auf den verschiedensten Wegen und Kanälen haben mich eure Genesungswünsche erreicht. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr doll gefreut. Und das gibt natürlich auch nochmal richtig Kraft, gesund zu werden. In dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an euch, an die, die an mich gedacht haben und sich bei mir gemeldet haben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das ist eine super Sache gewesen. Und ja, jetzt kam ich natürlich auch nicht drum herum, dann eine Woche später hier schon wieder zu stehen. Marco hat mich natürlich auch genötigt. Wie kann es anders sein? Ja, in dem Sinne, nicht wundern, wenn ich heute so ein bisschen hin und her wackel. Ich kann halt einfach noch nicht sitzen. Das muss man mal ganz doof so sagen. Aber für euch stehe ich jetzt auch hier die Folge über. Und ich hoffe nicht, dass wir das unnötig in die Länge ziehen und wir 10 Schnitte machen müssen. Sonst liege ich halt vor der Kamera. Dann liegt ihr mit mir im Bett. Aber gibt Schlimmeres, glaube ich. Ne? Ja, Marco, möchtest du ein paar Worte sagen? Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, und zwar bei den neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Vielen herzlichen Dank, und wer jetzt noch nicht abonniert hat, der kann es jetzt tun. Und dann verpasst ihr kein Video mehr von Jan und mir. Ja, heute, der Titel hat es verraten. Jan konnte es ja einfach nicht. Er konnte es nicht verwinden, dass er mich bisher mit seiner Rache, die ja schon eine Zeit lang zurückliegt, in die Knie zwingen konnte. Und er hat jetzt quasi nochmal Anlauf genommen. Und ja, er denkt, er kann mich heute mit einem Tabak in die, ja, fordern eigentlich. Und hat mir da was zugesendet. Bevor ich wieder an Jan übergebe, ich zeige mal hier das Kuvert. Es ist wirklich noch original verschlossen. Es lag jetzt wirklich durch. Ups, jetzt ist mein Bild weg. Man kann mich nicht mehr sehen. Das ist aber auch nicht schlimm, das stört ehrlich gesagt überhaupt nicht. Dann mache ich jetzt mal weiter, während du dich hier neu einrichtest. Ja, ich konnte das einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass Marco meinen ersten Anlauf für die Rache nun so vollkommen harmlos verwunden hat. Und das schreite dann auch nach einer zweiten Rache. Ja, da bin ich wieder. Auch da habe ich natürlich glücklicherweise von den einen oder anderen von euch hervorragende Tipps und Hinweise bekommen. Auch an dieser Stelle nochmal an die Unterstützer herzlichen Dank. Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe eine Strichliste geführt, habe einfach mal alle Vorschläge aufgeführt und der mit den meisten Stimmen ganz demokratisch, der ist es jetzt geworden. Na, ich muss aber auch sagen, ist aber auch eine persönliche Wahl gewesen. Guck mal, Marco ist schon wieder weg, der hat Angst. Na? Ich glaube, der traut sich heute nicht so ganz. Ja, irgendwie schaltet sich meine Kamera ständig von allein aus. Und ich weiß auch nicht, warum die Kamera das tut. Ich muss da nochmal nachforschen schnell. Marco, wenn du irgendwie Angst hast, dann sag es ruhig. Das ist überhaupt gar kein Thema. Wir können das auch vertagen. Ne? So ich denke nicht, dass es mit Angst zu tun hat. Ja, dann zeig dich doch wieder. Ja, ich schalte mal die Kamera wieder ein. Sonst muss ich vielleicht die Kamera wechseln. Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal hier einen kleinen Schnitt, glaube ich. Ja. Ja, da bin ich wieder. Ich hatte meine Kamera vergessen, an die Stromversorgung anzuschließen. Und darum ja, hat die sich ständig ausgeschalten. Ja, was jetzt Jan so hier erzählt hat, betrübt mich sehr. Die Tabak-Community scheint sich gegen mich verschworen zu haben, denn Jan hat ja da einige Vorschläge bekommen, wie ich mitbekommen habe, wie man mich am besten
ein bisschen, ja, fordert. Ich sage es einfach, fordert jetzt. Ich Vielleicht will wollen wir es. dir auch einfach mal was Gutes tun, mal was für deine Geschmacksknospen tun. Das werden wir gleich sehen. Ich werde Ja. jetzt hier gleich den. Ich weiß gar nicht, was in dem Kuvert drin ist. Ich glaube, du wolltest es auch jetzt noch nicht verraten. Ich wollte es noch nicht verraten, das ist richtig. Ich habe mir meine Pfeife allerdings schon gestopft, ne? Also ich bin da quasi startbereit. Und wenn du möchtest, fang gerne an. Ich öffne mal das Kuvert. Ja. Es wird spannend, denn ich weiß wirklich nicht, was hier enthalten ist. So, and the winner is, wir kennen es ja bei den Oscar-Verleihungen, es ist ein unbeschrifteter Vakuumierbeutel und enthalten ist ein Flake. So, und jetzt habe ich natürlich keine Schere zur Hand, Soll ich dir das rüberreichen? Dieses Kuvert zu öffnen, diesen Vakuumierbeutel. Ihr hört es klappern und klappern. Ich bin schwer bewaffnet. Ich habe hier ein Messer und werde jetzt den Beutel aufschneiden. Jawohl. Ja, ich nutze mal die Zwischenzeit und seit langem gibt es bei mir wäre, mal wieder ein Bierchen zu trinken. In dem Sinne, liebe Leute, auf euch zum Wohle. Standesgemäß natürlich in einem Steinkrug. So, Selbstverständlich. also ich habe hier den Flake. Ich halte ihn mal in die Kamera. Ich weiß nicht, um was es. Hier sieht man es schön. Um was es sich dreht. Ich rieche mal dran. Es ist bestimmt Kentucky. Denn ihr wisst ja mittlerweile, dass man mich mit Kentucky aus der Stadt treiben kann, ab und zu. Es kommt auf den Kentucky an. Was rieche ich? Ist richtig schlecht eigentlich, Jan. Ey, sag mal, also wenn du mich jetzt hier schon wieder hängen lässt und dir der Tabak jetzt auch noch schmeckt, Ich also. könnte natürlich jetzt spielen und das locker nehmen und sagen, ja, was ist denn das für ein leckeres Pralinchen? Aber ich bin wirklich ehrlich, wenn er mich wirklich vom Hocker reißt, dann werde ich es euch sagen. Aber was ich jetzt so rieche, ist erstmal nicht schlecht. Ne? Aber ich kann nicht sagen, nach was es riecht. Es riecht. Ich will nicht sagen, er hat nicht diesen intensiven Schinkengeruch, wie man ihn ja schon hatte beim, na, wie hieß er? Ultra feiert. Ja, genau. Gut. Ich weiß nicht, ich mache jetzt trotzdem mal einen Schnitt, denn ich werde mir jetzt nur die Pfeife stopfen damit. Aber ihr seid dann beim Anzünden dabei, damit ihr auch gleich die ersten Eindrücke von mir praktisch live hier jetzt mitbekommt. Ja, aber das Stopfen werde ich euch jetzt nicht zeigen. Es dauert zu lang. Wir machen jetzt einen Cut. Ich stopfe mir den jetzt in die Pfeife, zünd an. Ihr seht meine Reaktionen und dann kann ja auch Jan mal was über den Tabak erzählen, denke ich. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, die Pfeife ist gestopft. Ich habe die Fleckscheiben unter notarieller Aufsicht aufgerubbelt und in meine neue, ihr habt sie noch nicht gesehen, in meine Found Fuji gesteckt und werde jetzt entzünden und gespannt. Also wie gesagt, Tabak roch eigentlich nicht schlecht. Ich bin gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt. Wir Ihr haben uns seid farblich abgestimmt. Ich habe nämlich heute hier ganz in Schwarz eine schwarz-weiß. schöne, sieht man jetzt natürlich wieder genau richtig, Spiegelt genau schön, ja, scharf, schön glänzend. Sieht schon gut aus, ja. eine schöne Stendal-Jahrespfeife von, ich meine, 2003. Hervorragend, du eine weiße, ich eine schwarze Pfeife, Ja, das, ne? weiß gebeizt und ein tolles Rauchgerät. Ich werde sie entzünden. Ja, jetzt habe ich gedacht, das Feuerzeug. Ich kann leider nicht rauchen, mein Feuerzeug ist kaputt. Nee, 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 nee.
Ich weiß, dass du mit diesen Utensilien gut ausgestattet bist. Da gibt es keine Ausrede. Ich habe notfalls immer ein Päckchen Streichhölzer hier rumliegen. Ich zünde nach. Habe ich schon erwähnt, dass es heute die erste Pfeife des Tages ist? Nein. Jetzt schon. Jetzt habe ich es erwähnt. Aber dann startest du doch gleich wenigstens richtig in den Tag. In den Abend. Bei mir ist es jetzt Abend. Ja, da kann man wieder kleinlich sein. Nein. Was ist denn, Marco, dein erster Eindruck? Ich kann noch gar nicht so viel. Mein erster Eindruck. Ein rauchiger Tabak, rauchig, nicht kratzend. Ich denke, ein stärkerer Tabak ist es schon. Vom Nikotingehalt, denke ich. Man spürt den Tabak. Aber er schmeckt hervorragend, der Tabak. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Er schmeckt mir gut. Er schmeckt. Also, ihr habt es alle gehört, ab heute, wenn Marco sagt, dass er Kentucky nicht mag, ihr seid eingeladen bei ihm. Ja. Es ist ein kräftiger Tabak. Weißt du, dass ich mir extra, ich habe gedacht, du quälst dich hier ab und habe gesagt, oh Jan, was ist es denn? Und dann, ich wollte hier schon eine Dose hochhalten, dass ich hier was anderes Süßes rauche, um dich so ein bisschen auf die Palme zu bringen. Und jetzt sagst du mir ernsthaft, der Tabak schmeckt dir? Er ist nicht unangenehm. Also es ist kein Tabak, wo ich jetzt sage, oh, was ist denn das? Es gibt ja diese Kentucky-Tabake, wo sich sofort so ein kohleartiger Rauchgeschmack ich nenne es immer, wenn man Holzkohle lutscht. So schmeckt das dann, wenn bei manchen Tabaken, aber dieser Tabak ist. Gar nichts davon. Ich merke ihn, er ist präsent von der Stärke, aber zu der Stärke, im Gegensatz zur Stärke, steht sein Mundgefühl, sein Geschmack. Also er ist zwar präsent, ich merke ihn schon ein bisschen im Kopf, sag ich mal hier, dass er da ist, aber er ist nicht störend dann im Mund. Er hat einen recht angenehmen, weichen Geschmack, möchte ich fast schon sagen. Also was ich hier merke, ist, also den Kentucky, den schmecke ich hier schon deutlich, ne? Aber wie du sagst, es ist jetzt halt nicht immer das Kratzendes, Beißendes. Ne? Also ich wollte jetzt natürlich auch nicht mit dem Tabak um die Ecke kommen, der mir nicht schmeckt. Ne? Sondern den ich zum einen auch gut kenne und der da schon, ich sag mal, von der Gewichtung her schon was zu bieten hat. Ne? Also vom Aroma her, von der Stärke her und Also die Stärke merke ich. Ne? Es ist schon wirklich ein kräftiger Tabak. Also es ist kein Frühstückstabak. Ja? Von der Stärke her wird man schon gefordert, sage ich jetzt mal so. Wenn einer wie ich diese Tabake nicht gewohnt ist, diese wirklich starken Klopfer, sage ich jetzt mal, dann raucht man die schon mal ein bisschen vorsichtiger an.
Aber der Geschmack ist, was mich ja wirklich beim Kentucky immer stört, ist dieses, ja, dieses einfach dieses kohlige, dieses rauchige. Muss aber auch sagen, jetzt mittlerweile über die Zeit darf man ja einzig nicht vergessen. Wir haben dich ja eigentlich jetzt so lang, oder ich habe dich eigentlich so ein bisschen langsam an den Kentucky rangebracht, durch Mixturen, die wir selber gemacht haben. Wenn du dich da mal an unsere Anfangsphasen erinnerst und Tabake, die du jetzt geraucht hast, sind wir jetzt ja in der Kentucky-Stärke immer weiter hochgegangen. Ich habe ja selbst eine Mischung kreiert, an der ich ja noch ein bisschen feile, wo ich immer wieder den Kentucky, eigentlich wollte Kentucky drin haben, aber ich bin immer noch am Reduzieren und immer noch ein bisschen wegnehmen. Und er ist bei mir jetzt wirklich in meiner Mischung, dazu später einmal mehr, liebe Zuschauer, wenn die Mischung steht. Aber er ist hier wirklich nur noch homöopathisch beigefügt. Und ich schmecke ihn raus und er stört mich. Und hier ist es so, dass mir der Geschmack, ja, also der Tabak, so schmeckt mir recht gut. Die Stärke, von der Stärke her würde ich sagen, bräuchte ich ihn jetzt nicht so stark. Der hat schon Wumms. Also von der Stärke hast du mich schon jetzt, ich will nicht sagen, an meine Grenze gebracht, weil ich glaube, ich hatte schon mal den einen, noch mal einen stärkeren irgendwie. Aber es wäre jetzt nicht der Tabak für dich, den du jetzt gleich morgens nach dem Aufstehen dann rauchst, ne? Nee. Also ich habe diesen Tabak bisher immer nur abends geraucht und da geht es halt, finde ich, gut. Also er ist mit Sicherheit kein Leichtgewicht. Das werdet ihr auch alle gleich sehen, wenn ich Also gleich mal wenn man auflöse. ihn retronasal auch Ja. ausatmet, dann habe ich so eine Schärfe auch in der Nase. Es ist jetzt aber nichts Pfeffriges, sondern es ist einfach so eine reine Schärfe. Merke ich auch. Aber es halt, finde ich, gepaart auch mit diesen Tabaksaromen. Na, und wenn man sich jetzt mal anguckt, was ist drin, in dem Tabak sind enthalten Virginias und ich meine, Dark Du hast jetzt feiert über den Kentuckys Tabak, aus habe ich den jetzt USA und aus Afrika. habe ich den Namen des Tabaks jetzt nicht mitgekriegt oder hast du den noch gar nicht genannt? Ich habe erstmal nur, nö, so schnell sage ich dir das nicht. Ach Wenigstens so. einen Erfolg muss ich haben. Nein, ich habe erstmal die Inhalte genannt. Ich kann aber gerne auflösen, welcher Tabak ist es? Der, na, sieht man, der Old Kentucky. Den habe ich immer gefürchtet. Den hat schon der ein oder andere in die Kamera oder reviewt oder in die Kamera gehalten. Und dem wurde ja immer nachgesagt, das ist so was das Stärkste, was im Moment Es soll also einer von der McGarren. Stärksten wahrscheinlich. Ist es der Stärkste oder? Ob es jetzt der stärkste Tabak ist, kann ich nicht sagen. Also von McBaren aus dem Sortiment soll es wohl der stärkste sein. Obwohl ich jetzt sagen würde, ich sag mal, der Rustica braucht sich jetzt auch nicht gerade verstecken. Der hat auch schon ordentlich Wumms. Welcher von beiden stärker ist, keine Ahnung. Also ich habe beide geraucht und hier ist jetzt auch nicht mehr so viel drin. Ich kann ihn gut ab. Es ist für mich ein Abendtabak nach einem guten Essen. Morgens, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich nicht rauchen, habe ich bisher auch noch nicht gemacht, aber auch geschmacklich ist es für mich ein Abendtabak, weil er ja schon kräftige Noten auch drin hat und eine gewisse Würzigkeit auch mitbringt. So diese Schinkennoten, die du angesprochen hast, also ich rieche sie Ganz schon. leicht nur, ganz Genau, leicht. deutlich leichter als bei dem Old Dark Fired. Das kommt hier deutlich zurückhaltender und im Geschmack selber ist er auch nicht so präsent, was diese Schinkennoten angeht. Die sind eigentlich fast gar nicht da, würde ich mal behaupten. Aber ich finde, es ist ein schöner, es ist ein gelungener Tabak. Mir schmeckt er. Ja, wie gesagt, Marco, wenn du noch mal irgendwann behauptest, du magst kein Kentucky, Chance vertan, Ich ne? zweifle an mir langsam selbst. Es gibt aber, Kentucky ist nicht Kentucky. Ich muss Tja. wirklich da auch Abstriche machen. Ich kann jetzt nicht mehr generell sagen, ich mag gar keinen Kentucky. Ich habe jetzt gemerkt, in diesen Flakes, die wir jetzt auch schon in unseren Videos hatten,
Die waren eigentlich alle akzeptabel bis gut, bis sehr gut. Und ich hatte jetzt auch schon hier in meiner Tabaksbar ab und an mal einen Tabak, bei dem Kentucky nur unter anderem mit bei drei, vier anderen Tabaken mit dabei war. Und ich fand ihn grausam. Also es ist immer, kommt immer auf den Tabak drauf an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, deine Rache ist gelungen. Ah, nicht wirklich, ne? Du Also rauchst die Pfeife ja weiter. ich merke ihn von der Stärke und ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich ihn, ich möchte ihn ja auch schon bis zum Ende rauchen. Ich denke, ich werde ihn merken, auch dann noch eine Zeit danach. Aber vom Geschmack her würde ich die Pfeife jetzt nicht weglegen, ne? Ja, dann ist es auch nicht erfolgreich, die Rache 2.0, muss man leider so sagen. Ne? Denn du rauchst die Pfeife weiter, er schmeckt dir. Die Stärke ist ja was anderes, weil man kann ja auch von einem Tabak, der einem vielleicht gut schmeckt, der aber doch ein bisschen Wumms mitbringt, einfach auch kleinere Pfeifenköpfe rauchen. Und die dann auch entsprechend genießen. Ne? Also ich habe jetzt hier, ich zeige es auch, von dem Tabak 1,5 Pflegscheiben. Ich habe hier noch 1,5 übrig. Es waren 3 Scheiben, die habe ich mir hier rein. Die Pfeife war jetzt dreiviertel voll. Ich habe ihn ready rubbed, ich habe ihn gerieben zwischen den Händen. Es ist jetzt nicht, war jetzt auf die Schnelle. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen sorgsamer stopfen können. Aber der Tabak brennt eigentlich recht gut an. Aber ein hervorragend schmeckender Tabak. Ja, das bedeutet ja jetzt für mich, dass noch mal eine Dreier. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Was war das damals eigentlich? Nur wegen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Warum entstand War das der dieses Rach? Tomatentabak? Ja. Ich meine ja, ne? Aber das war ja Glaub. harmlos, also. Ja, siehst du mal, so, also ich kam Dass jetzt auch. dass das bei dir solche Rachegelüste ausgelöst hat, ist schon, ja. Ja, gut, das liegt natürlich nicht an dem Tabak, vielleicht einer Person von dir, ich weiß es nicht. Ich habe mir es schon gedacht. Ne? Ja, gut, dann muss ich mich halt nochmal auf was gefasst machen in kommender So ein Zeit. bisschen der Kampf. Ne? Aber es ist ja, Nein, ich bin da jetzt beleidigt. Ne? es wird Du auch bei tust immer dir so, als wenn dir nochmal. Kentucky nicht schmeckt, als wenn das alles nichts ist. Also ich werde da jetzt dann mit anderen Kalibern auffahren, wenn ich es nochmal mache. Ne? Keine Ahnung, die billigste Zigarre, die ich finde, im größten Format, der billigste Whisky, den ich finden kann. Es Ne? wird, es wird. Ich werde bestimmt auch mal wieder was finden, was dich fordert. Also. Ich merke schon, vom Pfeifentabak muss ich Abschied nehmen, zumindest was Rache angeht. Wenn ich dir wieder was Gutes tun möchte, dann kann ich bei Pfeifentabak bleiben, aber anscheinend nicht, um dich da geschmacklich herauszufordern. Kommt drauf an, also wie gesagt. Es gibt auch manche Burley-Tabakette, die ich nicht so toll finde. Vielleicht findest du da irgendwas, aber gut. Na, ich wollte ja schon so ein bisschen auf den Kentucky abzielen. Gibt ja auch Tabake, die mir nicht schmecken. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt mir jedes Kraut in die Pfeife klopfe und das mit Genuss rauche. Ich wollte dich so ein bisschen an deine Kentucky-Grenzen bringen, habe aber gemerkt, nee, die sind wohl nicht da, beziehungsweise dann halt Ja, es tut mir jetzt auch der einzelne Tabak. für deine Mitverschwörer leid, die da draußen jetzt Oh, an die habe ich deinem. nicht gehabt. Ich habe Hinweise bekommen, aber keine Mitverschwörer. Also, Ja, aber ne? diese Hinweise, die sind doch händereibend, sind die doch. Ne? Also ich denke. Natürlich, na klar, ich habe jeden Hinweis, da habe ich mich gefreut, ne, und habe gedacht, super, ne, noch eine Idee. Also so ist es nicht. Ne? Ja, ich werde die Pfeife jetzt auf jeden Fall zu Ende rauchen. Sie ist sehr, sehr schmackhaft, muss ich sagen. An die Stärke habe ich mich jetzt bereits etwas gewöhnt.
Dieser erste Schwall, den ich hatte beim nach dem Entzünden von diesem Tabak, der ist jetzt weg. Das Level ist jetzt bei mir erreicht und jetzt kann ich die so wegpfeifen, die Tabak. Geht mir aber ähnlich. Also ich finde, der Bull Kentucky ist so ein Tabak, am Anfang entfaltet er sich mal kurz und zeigt auch, was er hat, aber in einer Stärke, an die man sich relativ fix auch gewöhnt und die man dann so über die ganze Pfeife wirklich angenehm zu Ende rauchen kann. Ich denke auch Wenn man nicht, dass jetzt er jemand ist, jetzt noch mal Fahrt aufnimmt, oder? nö, 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 nö. Also er verändert sich ein bisschen im Geschmack. Ich finde, er ist jetzt noch ein Ticken würziger geworden. Ich bin so knapp, oh, bei der Hälfte, knapp unter der Hälfte der Pfeife. Aber von der Schärfe her, von der Stärke her, da finde ich, also ich habe ja schon mehrere Pfeifen auch von ihm geraucht. Das ist auch nicht die erste Dose vom Bull Kentucky, die ich jetzt da habe. Und wenn so der erste Antritt, ich sag mal, so ein bisschen abgeebbt ist, dann kann man den hervorragend rauchen. Wenn man natürlich jemand ist, der mit stärkeren Tabaken überhaupt nicht zurechtkommt und da jemand ist, der doch die milderen, leichteren Varianten bevorzugt, ja gut, für den ist das nichts. Ne? Also da glaube ich dann, der tut sich damit einfach keinen Gefallen, weil wenn der Antritt vom Tabak erstmal da ist, ist, glaube ich, bei jemandem, der dann die milderen, leichteren Varianten bevorzugt, einfach der Spaß, der Genuss zu Ende. Ist aber meine persönliche Einschätzung. Vielleicht gibt es ja auch einige unter euch, die sagen, ja gut, komm, ne, den Antritt, den überstehe ich und danach ist er für mich ein Hochgenuss. Ne? Also die Varianten sind ja unzählbar. Es ist ein sehr leckerer Tabak, Jan. Ich danke dir, dass du mir diesen Tabak zukommen lassen hast. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ein Tabak, den ich mir wahrscheinlich mal kaufen werde. Ach. Der ist stark für den Abend gerade richtig, so nach dem Abendessen. Aber der schmeckt mir wirklich hervorragend. Ich muss es leider wirklich, es ist nicht gespielt. Ich könnte jetzt Jan ja verarschen und sagen, oh, was willst du von mir? Der schmeckt doch total toll. Und wenn die Kamera aus ist, gehe ich mich kurz übergeben. Nein, es ist ein Tabak, der schmeckt mir hervorragend. Ich möchte mich auch hier an dieser Stelle bei den Menschen da draußen bedanken, die dir diesen Tabak eingeredet haben, um ihn mir zukommen zu lassen. Vielen Dank. Weiterhin dürft ihr gerne Jan weitere Vorschläge machen. Ihr schickt mich da gleichzeitig ein bisschen auf Entdeckungsreise und Ja, diesen Marco, Tabak habe ich jetzt für mich entdeckt. du kriegst ja noch einen Brief ohnehin von mir. Soll ich dir noch ein paar Scheiben reinlegen, Du, zu überbrücken? wenn du noch ein, zwei Scheiben entbehren kannst, bis ich mir den Tabak selbst besorgt habe, Ja, gerne. selbstverständlich, selbstverständlich. Das mache ich doch gerne. Ja, wenn er dir schmeckt, dann möchte ich ja auch den Genuss dann, ich sag mal, fördern, ne? Es ist wirklich erfahren. Eigentlich sind wir am Ende unserer Rache 2.0, die ja wieder einmal sich im Sande verlaufen hat, möchte ich fast sagen. Ich merke einfach, Marco, Ihr Tunnel seht kommt, ja, an oder? mir prallt alles ab. Was soll mich noch erschüttern? Ne? Ja, Ja. ich werde die Kategorien jetzt einfach wechseln. Ich werde jetzt einfach, wie gesagt, einfach mal gucken, wer den brilligsten Schwarzgebrannten herstellt oder das übelste Zigarrenkraut. Vielleicht gibt es auch noch irgendwen, ich sag mal, so eine Uraltpackung Rothändle ohne Filter, ich sag mal, aus Omas Zeiten noch im Keller hat. Ne, also anscheinend muss ich in diese Kategorien Ja, aber wechseln. es sind ja dann wahrscheinlich Dinge, die dir auch nicht schmecken. Das werde ich dir doch nicht sagen. Ich werde so tun, als wenn ich die ganz toll Ja. finde. Gut. Und dann sind wir schon am Ende dieses Videos. Es war wieder wunderbar, dass ihr alle mit reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir, dass die kleine Pause jetzt vorbei ist. Jan, ich hoffe, dass dein Rücken es bald auch wieder erlaubt, dass du dich setzt bei den Ja, Videos. mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und wir werden jetzt beenden, damit Jan nicht noch länger stehen muss. Und ja, ich denke, wir verabschieden uns. Ja, nochmal an euch alle. Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr über eure Genesungswünsche gefreut und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bin auch happy und glücklich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Liebe Grüße von mir.
Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ja, auch von mir ein herzliches Auf Wiedersehen. Ich werde jetzt diese hervorragende Pfeife noch zu Ende genießen und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, euer Marco.